Es ist Mittwoch, der 7. April. Ich begrüße euch herzlich mit einem Wort Johannes 16. Es ist der 7. Vers. Jesus sagt dort: Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Für mich war es heuer ein besonderes Erlebnis. Nach dem sehr langen, sehr kalten Winter, wo man das Gefühl hat, er hört nie auf. Immer wieder eine Reprise, immer wieder ein Comeback. Dann plötzlich die ersten wirklich sehr warmen Frühlingsstrahlen, die ersten sehr sonnigen Frühlingstage. Und dann hat man sich so gesagt, ja, so wie es jetzt ist, so könnte es das ganze Jahr sein. Wenn jetzt nur die Jahreszeit so würde, bleibe ich stehen. Wenn man Jesus möchte mit der Jahreszeit ein bisschen in Zusammenhang bringen, dann täuscht es mich, wenn ich so schaue, wo er die Leute am See geheilt, am See Genezareth. Es war wie Frühling, nach einem langen, langen Winter, der kaum aufgehört hat. Oder wenn man sieht, wie er bei der Bergpredigt plötzlich hat angefangen, die Lilien beschreiben und die Leute stundenlang sind geblieben, sogar, dass sie das Essen haben vergessen von Leuten zuhören. Dann täuscht es einem, ja, das ist ein Frühlingsluft, der über den Berg gegangen. Oder wenn man gesehen hat, wie die Lebensgeister sind zurückgekommen zu den Menschen, die vorher dämonisch besessen waren und er sie hat freigesetzt, dann muss man sagen, das ist Frühlingsfarbe, die ist aufgekommen. Und wenn man auch noch sieht, so die erste Gemeinschaft, die 12 und noch die paar Frauen, die dabei waren, die so unterwegs waren, so wie ein Keimling, wie etwas, das ganz frisch aufgeht, eine Knospe von etwas, das dann später auch noch ganz anders wird aussehen. Alles in allem, Jesus ist der Frühlingsduft von Israel. Wenn Jesus jetzt sagt, bei all dieser Frühlingspracht, wo ihr so staunet, es ist gut, dass der Frühling vorbeigeht, dann kann nämlich nachher der Sommer kommen. Es ist gut, dass ich gehe, dann kann nachher der Heilige Geist kommen. Genau das hat er so gemeint, weil es ist nicht mal ein bisschen blüht worden in Tiberias und mal ist der Frühlingsduft über Jerusalem gegangen und das wäre es dann nachher gewesen und so wäre es dann auch immer ein bisschen geblieben, sondern es braucht nachher eine flächendeckende, grosse Wärme, die überall herkommt, für dass die ersten Knospen nachher auch zu Halmen werden können, dass sie Ähre bilden können, dass der Mais auswachsen kann, dass die Äpfel schlussendlich vom Blütenstadium zu feinen Früchten können werden und natürlich auch die Trauben am Weinstock. All das braucht es und nur der Sommer bringt das die Stange eine ganz andere Form von Energie, eine flächendeckende Wärme und Hitze. Nichts hat in den Ohren der Jünger so brutal getönt wie genau der Satz, den Jesus gesagt hat: Es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Das hat fast ein bisschen zynisch getönt für sie. Wie könnte das auch nur gut sein, jetzt, wo sie endlich eben Frühling haben erlebt? Der erste wirklich warme Sonnenstrahl oder das Anfangen von der frischen Saat, die jetzt anfängt zu sprießen. Und genau dann sagt Jesus, also so quasi auf dem Zenit von seiner Wirksamkeit, es ist gut jetzt, wenn ich weggehe. Das ist sie natürlich nicht nachgekommen. Und erst später hat man es nach der Pfingsten anfangen begreifen, was das heisst, dass ja jetzt Jesus in einer ganz anderen Form und viel breiter in diesem Volk hat anfangen wohnen, wo sie gemerkt haben, hey, das, was Jesus gemacht hat, das sind ja jetzt wir dran. Und dazu kommt noch, dass wir ja das auch können, weil er in uns lebt. Und dann haben sie müssen sagen, im Nachhinein ist wirklich gut, ist Jesus gegangen, dann kommt der Tröster oder der Aufbauer, heisst es eigentlich ganz genau, der Fürsprecher, kommt nachher und setzt das viel, viel breiter um, sodass eine Multiplikation entsteht. Das ist genau das Geheimnis vom Sommer. Er schafft nämlich die Multiplikation von dem, was im Einzelnen angefangen hat, im kleinen Stil, im Frühling. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.